Das ist das Smart Mic Plus und das Besondere an diesem Mikrofon ist, dass es am iPhone oder an einem anderen Smartphone gar keinen Empfänger braucht. Das heißt, du verbindest dieses Mikrofon direkt mit dem Telefon. Du verbindest es über Bluetooth und die App sorgt dafür, dass die auf dem Mikrofon gespeicherten analogen Audiodaten später nach Beendigung der Aufnahme zurück zum Smartphone übertragen werden. Das hat den Vorteil, dass du eben nicht auf die Bluetooth-Bandbreite von 16 kHz beschränkt bist, wie jedes andere Bluetooth-Mikrofon auf dem Markt. Das ist einfach ein Bluetooth-Standard und da können Bluetooth-Mikrofone nichts dran ändern. Das sind die Sennheiser Momentum Bluetooth-Kopfhörer. Und obwohl ich schon seit ungefähr 3 Jahren Bluetooth-Kopfhörer teste, bin ich irgendwie noch nicht dazu gekommen, die Sennheiser zu testen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht warum. Ich dachte wahrscheinlich, dass sie einfach für den Preis nicht viel besser sind als andere auch. Die kosten immerhin über 250 Euro. Das ist ungefähr der Preis, den man jetzt für die AirPods Pro bezahlt. Smart Mic Plus geht hier einen anderen Weg. Wie gesagt, es nimmt eigentlich die Audioinformationen auf dem Mikrofon auf. Und sobald du auf der Aufnahme am Smartphone Stopp drückst, wird die Audioaufnahme auf dem Mikrofon zum Smartphone synchronisiert und dann das Video und Ton zusammengepappt. Das passiert on the fly, das heißt, du musst nichts dran tun. Und ein Nachteil hat das allerdings, das funktioniert nur mit der Smart Mic Plus App. Das heißt, wenn du Filmic Pro benutzen möchtest oder eine andere Third-Party-App, dann funktioniert das nicht. Nicht ganz, es funktioniert schon, aber dann nimmst du eben in der typischen Bluetooth-Qualität von 16 kHz auf und wenn du mit der speziellen App von dem Smart Mic aufnimmst, dann kannst du bis zu 44 kHz an Audioqualität aufnehmen. Das macht einen sehr großen Unterschied. Das ist jetzt das Smart Mic Plus zusammen mit der Filmic Pro App und du hörst, glaube ich, einen sehr, sehr deutlichen Unterschied zu vorhin. Also wenn du die Mikrofone mit einer deiner beliebten Video-Apps benutzen möchtest, dann solltest du das Smart Mic Plus definitiv nicht kaufen. Du wirst enttäuscht sein, denn es ist ein ganz normales Bluetooth-Mikrofon mit einer ganz normalen Bluetooth-Audio-Qualität. Hier kann tatsächlich kein Bluetooth-Mikrofon der Welt etwas dran tun, dass die Übertragung vom Mikrofon zum Smartphone nur über 16 kHz möglich ist. Ja, das Smart Mic Plus nutzt eben eine proprietäre Eigenschaft oder eine Funktion, die es ermöglicht, lokal gespeicherte Audiodaten später dann zum Smartphone zu senden. Das funktioniert aber nur über die eingebaute App bzw. über die App, die beim Mikrofon dabei ist. Ich finde das Smart Mic Plus einfach genial. Also das ist definitiv für Vlogger oder Ähnliches wesentlich besser als ein Rode Wireless Go und geschweige denn alle anderen Wireless-Systeme für Mikrofone, weil es so einfach ist. Ja? Du hast nur ein Gerät, du musst am iPhone nichts mehr anstöpseln. Du verbindest das Gerät mit dem iPhone, startest die App und schon kann es losgehen. Und zwar in einer super Audioqualität. Wie du vielleicht schon ein bisschen hier beobachtet hast auf diesem Kanal, habe ich mehrere Videos im Auto gedreht und das war alles nicht so das Wahre. Ja. Du hörst immer das Auto oder du hörst eine sehr schlechte Stimmenqualität oder wenn du mit dem Rode Wireless Go aufnimmst, dann hörst du viel zu viele Nebengeräusche. Das sind die Xiaomi AirDots 2 Pro. Und für mich waren sie eine herbe Enttäuschung, weil ich eigentlich Xiaomi-Produkte mag und eine Drohne von Xiaomi sehr, sehr gut finde und die Xiaomi Mi Smartphones sehr, sehr gut finde. Aber das hier ist eine totaler Reinfall, Fehlkonstruktion, wie auch immer. Und bisher habe ich kein anderes Mic gefunden, was die Nebengeräusche so gut rausfiltern kann. Und das Smart Mic Plus hat eine eingebaute künstliche Intelligenz in der App, die eben Nebengeräusche rausfiltert. Dazu gehört jetzt auch das Autogeräusch. Und ich finde es einfach genial, wie einfach hier der Hersteller
die Benutzung des Smart Mics macht. Und es ist wirklich in Anführungszeichen idiotensicher. Das Einzige, was du beachten musst, ist eben, dass du die originale App benutzt. Denn wenn du das Smart Mic über Bluetooth zu einer Third-Party-App verbindest, also Filmic Pro oder sei es was auch immer, dann wird die Audioqualität wesentlich, wesentlich schlechter. Also es ist ganz wichtig, dass du die originale App benutzt und damit deine Aufnahmen machst. Das ist jetzt das Smart Mic Plus zusammen mit der Filmic Pro App und du hörst, glaube ich, einen sehr, sehr deutlichen Unterschied zu vorhin. Was aber gar nicht mal so schlecht ist, weil die App ist richtig, richtig gut und du hast sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Viele User des Smart Mics Plus beschwerten sich, dass man zu wenig Möglichkeiten hat, in der App etwas einzustellen, beispielsweise die Tonlautstärke. In den Einstellungen hast du aber die Möglichkeit, von einer automatischen Einstellung oder von einer Rookie-Einstellung auf eine Pro-Einstellung zu wechseln. Und dort kannst du ziemlich viele Parameter einstellen, unter anderem die Stärke der künstlichen Geräuschunterdrückung, unter anderem auch die Lautstärke des Audio, ja, den Pegel kannst du automatisch einstellen. Wenn der steht so standardmäßig auf 55, glaube ich, das ist tatsächlich ein bisschen leise. Jetzt in diesem Video habe ich den auf 65 stehen. Wenn du irgendwie das Mikrofon ein bisschen weiter von dir wegnimmst, dann kannst du das auf 75 stellen. Und wenn du das, den Pegel tatsächlich auf 100 hochstellst, dann übersteuert die Anzeige. Also jeder, der sagt, dass das Smart Mic Plus zu leise ist, der hat die Einstellung noch nicht gefunden und sollte definitiv danach mal suchen. Was wohl wahr ist, ist das Handbuch, welches dabei ist, ist nur so klein und da steht davon definitiv nichts drin. Ja, und da steht nur, wie man das Smart Mic Plus einrichtet, aber nicht, wie man die App einrichtet. Ich habe auch noch keine gute Hilfefunktion für die App gefunden, deswegen werde ich dir in einem separaten Video die App komplett einmal durchgehen und zeigen, was damit so möglich ist. Dieses Video sollte jetzt nur dazu dienen, um mir meine Begeisterung zu diesem Mikrofon zu zeigen. Ich habe ja schon viele Bluetooth-Mikrofone getestet. Ich habe eine ganze Serie an Videos und im Blog auch eine ganze Kategorie voller Bluetooth-Mikrofone und keines hörte sich richtig gut an, so dass man das zum Vloggen benutzen könnte. Außer das Smart Mic Plus, weil, wie schon vorhin erwähnt, das nicht nur die Bluetooth-Technologie benutzt, sondern auch eine proprietäre Technik, die eben die Audioqualität trotzdem auf eine vernünftige 45 oder 44 kHz Qualität hebt und keinen Empfänger braucht. Das ist wirklich, also man mag drüber lachen, aber gerade wenn du mit dem Smartphone aufnimmst und keine Kamera dabei hast, willst du keinen weiteren Empfänger. Gerade mit dem iPhone, wo du den Empfänger erst über einen Adapter reinstecken musst und gar nicht direkt in das iPhone einstecken willst, ja, dann hast du einen Kabelsalat, dann hast du unpassend lange Kabel, dann musst du dann den Empfänger irgendwie auch noch befestigen, ja, nicht nur das Smartphone, sondern auch den Empfänger und, ja, du machst es wirklich nur an, das dauert 2 Sekunden, dann ist es an und wenn du das bereits schon mal mit deinem iPhone gekoppelt hast, dann ist es auch automatisch über Bluetooth verbunden, du startest die App und kannst bereits schon deine Videos aufnehmen. Das funktioniert wirklich sehr, sehr schön, sehr, sehr schnell und ohne jegliche Kabelgewürstre und so weiter. Also jetzt regnet es zum Beispiel noch zusätzlich zu dem Motorgeräusch sehr stark und du hörst tatsächlich von der Umgebung nicht sehr viel. Also ich finde, dass diese Geräuschunterdrückung tatsächlich sehr, sehr nützlich ist, ohne viel an meiner Stimme zu verändern. Was ja bei anderen Bluetooth-Mikrofonen immer der Fall ist. Also egal, ob du die AirPods Pro nimmst oder die Jabra Elite 75T oder die Tracker Plus von Libraton, alle haben zwar ein Noise Cancelling im Mikrofon drin,
aber sobald es einsetzt, verliert deine Stimme an Qualität. Und fürs Telefonieren mag das vielleicht ausreichen, aber für solche Videoaufnahmen, die du beim Vlogging oder so wie wir jetzt hier unternehmen, da ist es definitiv nicht geeignet. Jetzt bleibt nur noch die Frage zu klären, wie gut hält der Akku? Ich habe jetzt das Mikrofon ungefähr 20 Minuten im Einsatz und das iPhone zeigt immer noch 100% Akku. Das blende ich dir mal eben ein. Ich glaube, 20 Minuten ist nicht lang, aber wenn es über 20 Minuten immer noch 100% anzeigt, dann wird es auch in den nächsten, sage ich mal, 1,5 Stunden nicht so stark rapide abfallen, dass man hier ein Problem haben könnte. Ich denke mal, dass mit diesem Mikrofon die angegebenen 4 Stunden tatsächlich auch möglich sind. Ich werde es nochmal testen und falls es nicht so ist, dann werde ich mich hier an dieser Stelle in den Kommentaren nochmal korrigieren und eine genaue Zeit angeben, wie lange man mit dem Smart Mic Plus tatsächlich auch Videoaufnahmen machen kann. Ich hoffe, ich habe dir mit diesem Video eine kleine Hilfestellung zum Smart Mic Plus gegeben. Solltest du noch Fragen zum Smart Mic Plus haben, ich werde es definitiv behalten und für mich benutzen. Also kannst du mir jederzeit Fragen dazu stellen. Ich werde es immer dabei haben und kann dir dann schnell eine Antwort darauf liefern. Ciao, tschüss.